Wir sind zurück bei einer weiteren Folge. Ich würde mal ganz kurz gucken. Einstellungen haben wir doch schon auf. Wir haben schon. So, wir können noch ein Training machen. Hallo YouTube, schnell abschalten, sonst bereut ihr es. Ja, definitiv, das würde ich euch auch empfehlen. So, fast Level up. Jetzt geht's gegen Frankfurt und dann werden wir wahrscheinlich auch ein Level up haben. Okay, Trapp, Struik, Isaka, Touré, Lanzini, Asche, Kostic, Lammer, Lindström, Da Costa und Boré. Das sieht nach einem 3-4-2-1 aus. Könnte aber auch ein 3-5-1 sein. Ein starkes Mittelfeld. Alter, die sind sehr offensiv. Okay, Fanto, darf ich jetzt endlich schlafen gehen? Natürlich darfst du. Du kannst dich ganz schnell verpissen hier. Tschüss! Trikot ändern, schwarz gegen rot, das passt, ne? So, das wird interessant. Wie einfach so? Ja, natürlich. Ich zwing dich zu nichts. Du kannst schlafen gehen, wann immer du möchtest. Präziser Elfmeter. Oh, mit mir. Ja, dann können wir. Okay. Durchatmen. Jetzt wird's nochmal interessant, Marvin. Und Schuss. Nice. Und nice. Das ist immer der, den wir ein bisschen verhauen. Ja, immerhin erwischt. Coca-Cola. Ja, ist ein Getränk. Nice. Nice. So, und jetzt mein Lieblingsschusswinkel hier. Nee, ich glaube, du musst, wenn dann, Ausrufezeichen Coca-Cola eingeben. Ja! Ja! Okay, das wird jetzt nochmal interessant hier. Ja! 10.500, Alter, das haben wir noch nie erreicht. Holy shit. Rüdersdorf, richtig. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn im letzten Spiel war er für 4 Tore verantwortlich. Ist er auch heute so gut drauf? Gleich Das kann's losgehen. werden Live wir bei nicht EA erfahren. Sports. Hallo und willkommen hier im Deutsche Bank Park, wo wir im Moment eine dichte Schneedecke haben. Seien Sie herzlich gegrüßt zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie am Mikrofon durch dieses Spiel. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Naja, Tabellenerster gegen Tabellenvorvorletzter, ne? Fanto ist nicht lustig. Raus. Wolltest du nicht schlafen gehen, Marvin? Alter, Lindström. Manuel Lanzini. Vorne der Ballgewinn. Da haben Sie jetzt einige Optionen. Da erobert er den Ball. Die Gelegenheit. Oh, Ball noch im Spiel, aber abseits. Szene wird abgepfiffen. Kein Tor.
Na, was meinst du, Marvin? Gewinnen wir das Spiel? Manuel gegen die SGE? Sam Lammers. Bore. Die Gäste sind über die bisherige Saison gesehen. Die Mannschaft mit der besten Defensive. Die beste Abwehr haben sie und damit haben sie auch in diesem Auswärtsspiel beste Chancen. Denn das ist ja einfach... Das werde ich nie erfahren, tja. Jeder Gegner, oh, das wird schwierig heute. Das ist eine Mannschaft, die weiß, wie man Erfolg haben kann. Er schießt. Sie sind da, Ball wird geblockt. Jetzt geh endlich schlafen. Kostic. Sam Lammers. Das ist natürlich ein guter Pass. Boah, Kostic. Oha! Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Boah, schreckt mich nicht so. Entschuldigung! Ich bin dazwischen gegangen. Ballverlust. Tut mir leid. Das war Handspiel. Da stand der Schiri gut und sieht das richtig. Yannick Gerhardt. Ah, da ist der Ball weg. Manuel Lanzini. Das könnte was werden. Gute Pässe jetzt, immer wieder. Manuel Lanzini. Jetzt die Chance. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Kranker Scheiß. Lanzini mit dem Eckball. Er stand gut und pfeift Freistoß wegen Handspiel. Oh oh. Bitte nicht ich. Dankeschön. Gieselmann. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Sehr gut hier vom Torhüter. Manuel Lanzini. Bore. Kostic. Heißt das nicht Bore und nicht Bore? Das E hat ja so Kostic. Ja, könnte was werden. Onson. Da dran. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Haraguchi. Ja, schwacher Ball hier. Den Ball holt er gut verteidigt. Das ist so ein krankes Mittelfeld hier. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Da sind sie da, guter Block. Grischa Prömel. Flanke findet keinen Abnehmer. Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken. Oh, Tabellenvorvorletzter gegen Tabellenletzter. Was? Manuel Lanzini. Bore. Kostic. Sam Lammers. Klasse Pass! Ja, setzt gut den Körper ein. Ja, immer wieder diese schönen Pässe. Da wäre der Platz, um zu flanken. Muss Ecke geben. Schalalalala, schalalalalalalala. Hey, Pippi Langstrumpf! Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht harsch
scharf drüber mit ganz viel Pech. Das ist doch die so eine Frankfurt-Hymne, oder? Davon mal ein Video auf TikTok gesehen vor einem Jahr oder so. Junge! Der Ball kann er abfangen. Ja. Weil mein Spieler halt nichts macht. Der Ball rollt und rollt und ich sage ihm, dass er hingehen soll. Nö. Minuten dominiert hier in Sachen Ballbesitz eigentlich nur eine Mannschaft und das ist Eintracht Frankfurt. Und man ja, die sind krank, ja. Sehr vielen Chancen, dass sie hier durchaus in Führung gehen können. Na, bitte nicht. Sie müssen nur vor dem Tor energischer sein. Schöner Pass. Das ist die Chance. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, es waren so gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Gegen den Tabellenführer in Führung gehen. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. So, dann setze ich mich mal richtig hin. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Und klasse durchgesetzt. Weg ist der Ball. Manuel Lanzini. Sam Lammers. Bore. Sie verlieren den Ball. Trimmel. Haraguchi. Super durchgesetzt. Die Chance. Das Tor. Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Ich sag ja, lasst uns nicht in Rückstand kommen, sonst wird's. Außer einmal haben wir ja verloren, leider dann auch. Conference League. Aber egal. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Marvin hat mich gerade auf Discord angerufen. Ja, sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt dann die Lücke in der Abwehr. Aber jetzt kommt dann doch der Ballverlust. Da waren sie unaufmerksam. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Sam Lammers. Manuel Lanzini. Gut, wie er den Ball abblockt. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Sam Lammers. Ball ist erstmal raus. Superparade. Sauber, der fordert den Ball. Stark gearbeitet. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war... Ah, ganz kurz, sie kommen jetzt. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Er holt sich vorne den Ball. Jetzt schießt er. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Kurze Variante bei dieser Ecke. Ein guter Block hier. Klasse Aktion, Ball ist weg. Wohin auch immer der hingehen sollte. Kostic. Manuel Lanzini. Gute Aktion jetzt. Bore. Gut den Ball verteidigt. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Gute Aktion, gut geklärt.
Boré. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Sie holen sich den Ballbesitz. Sam Lammers. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Und dann diese Unaufmerksamkeit. Weg ist der Ball. Ja, guter Steilpass hier. Nee, es kein guter Steilpass. Kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Das kann doch nicht so wahr sein, dass wir gegen Tabellenletzten oder so immer so Probleme haben. Gegen Top-Clubs Bayern München hat 10:0. Sam Lammers. Sie verlieren den Ball. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Guter Vorstoß jetzt. Platz zum Flanken hier. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Sehr gut aufgepasst. Gute erste Halbzeit. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. 45 Minuten sind rum und wir haben hier zwei ausgeglichene Teams gesehen, Buschi. Ja, kann man so sagen. Der Spielstand spiegelt das auch wieder. Unentschieden. Mal gucken, ob sich die beiden in der zweiten Hälfte mehr trauen. Werden wir ja dann sehen. Bayern gegen Arminia. 1:0. Wir haben auch ein bisschen Probleme. Sie wechseln jetzt. So, jetzt gehen wir rein in Durchgang 2. Anstoß hat Eintracht Frankfurt. Dani da Costa. Bore. Da kann er ihn stoppen. Foul, wird Freistoß geben. Er beschwert sich auch überhaupt nicht. Fängt diesen Ball ab. Ich weiß nicht, wie ich die Freistöße schießen soll. Ich kann nur passen. Keine Ahnung. Anscheinend habe ich verlernt zu schießen, weil ich drücke B, passiert nichts. Guter Vorstoß, kann was werden. Vielleicht mit X oder so. Viel Platz jetzt auf außen. Guter Einsatz, Ball ist weiter im Spiel, könnte gefährlich werden jetzt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Gute Aktion. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Und jetzt werden sie wechseln. So. Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Sie versuchen es. Sie können den Ball erstmal abblocken. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Das ist wirklich ein krasses Spiel, muss ich einfach so sagen. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen.
Die Chance. Boah, Trapp, Alter. Gut gemacht. Sam Lammers. Bore. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Was macht er draus? Sie holen sich hier den Ball. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Ball wird abgefangen. Der Ball ist weg. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir gegen so einen, ich sag's mal, einen Verein aus der unteren Reihe Dani da Costa immer solche Probleme haben gegen Stuttgart. Gut, das war simuliert, das Spiel, aber... Alter. So. Ballgewinn, gefährliche Position. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Und jetzt ein Zweikampf. Das macht der Torwart klasse. Sam Lammers. Das ist Kostic. Sie gehen dazwischen. Klasse Aktion da. Der Angriff ist wieder vorbei. Tore. So. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Tore. Philipp Kostic. Ball ist unterwegs. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Alter. Junge. Ey, ich kann nicht mal wirklich nach vorne stürmen oder so. Die haben eine Dreier-Abwehrkette. Und da komme ich nicht durch. Ja, und schön, dann so eine schwachen Bälle. Sam Lammers. Alter, nur noch 20 Minuten zu spielen, ne? Manuel Lanzini. Guter Versuch. Gute Aktion vom Torhüter. Gute Führung jetzt bei dieser Ecke. Nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. War ja kein schlechter Schuss, aber eben auch gut aufgepasst. Sie wechseln also aus. Die Ecke kann er abwehren. Ganz klar, das war Handspiel. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler. Die Chance zur Führung. Und mit dem Treffer liegen sie in Front. Das kann nicht wahr sein jetzt, ne? Das kann nicht wahr sein. Okay. Jetzt muss ich mich wieder richtig hinsetzen. Moment. Aber es reicht nicht mehr. Okay, jetzt reicht's. Da muss der Trainer nun an sein Team denken. Er nimmt den vorbelasteten Spieler runter, damit sie nicht auch noch in Unterzahl spielen müssen. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ganz stark. Alter. Ey, das glaube ich nicht, ne? Noch eine Viertelstunde, Alter, und wir sind schon wieder im Rückstand. Gegen ein Team? Kostic mit dem Ball. Och man, jetzt hab dich nicht so. Baumgartel.
Schäfer. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Ball kommt. Toller Zweikampf. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Alter, ey, wenn wir das wieder verlieren, dann, ey, ganz ehrlich, der peinlich. Ball läuft gut heute. Unentschieden, okay. Gut und fair, das Tackling. Was macht ihr denn da immer? Warum habt ihr so viele Fehlpässe? Das ist ja unnormal. Weg ist der Ball. Verliert er den Ball unnötig eigentlich. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Gute Aktion jetzt. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Da verlieren sie den Ball. Jetzt ist es gefährlich. Klasse Pass, könnte gefährlicher sein. Fieber ist da mit einem Hechtsprung. Alter. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Lanzini mit dem Eckball. Dieselmann. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Gute Aktion. Nein, was ist daran gut? Da ist der Ball weg. Oh! So. Sie haben den Ball und bei Ihrer enormen Ballsicherheit geben Sie den natürlich jetzt auch nicht mehr her. Man kann es Ihnen eigentlich auch nicht verdenken. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Oh, noch eine Ecke, ey, ich hasse Ecken, ne? Und er gibt den Freistoß. Ich denke, die Entscheidung geht in Ordnung. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Das war knapp. Und wieder eine Ecke. Mann, wir haben keine Zeit für Ecken. Haraguchi. Gefährlich! Könnte der Ausgleich sein. Szene geht weiter nach diesem Block. Oh, endlich, Tor, endlich, endlich. Egal, weitermachen, 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 weitermachen. Jetzt kann hier alles passieren. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Flanke kommt nicht durch. Ganz klar, das war Handspiel. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Also. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Okay, durchatmen, Jungs. Vielleicht schaffen wir nur noch einen einzigen Angriff und der muss sitzen. Kostic. Baumgartel. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Ah, ich glaube, fuck! Das war natürlich kein guter Pass. Ja, halt die Fresse, weiß ich. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Okay, ey, gutes Spiel. Also Frankfurt, ey, wirklich gutes Spiel. Das also bei diesem Remis. Sie haben sich nie beirren lassen, haben spät noch den Ausgleich gemacht und werden mit dem Punkt zufrieden sein. Nein, sind wir nicht. Ja doch, ich bin, also SGE sei das gegönnt, alles gut. Aber das war wirklich ein harter Kampf. Das war wirklich ein harter Kampf. Solche Spiele liebe ich, wo es wirklich knapp wird. Ah. Manuel Lanzini. Boah. Ballbesitz. Das war wirklich nicht ohne.
2:1 Arminia Bielefeld München. Was heißt hier minus 15? Ey Jungs, jetzt seid nicht enttäuscht. Es waren Unentschieden, okay, das passiert. Ich weiß jetzt nicht, wie die Tabelle dann aussieht. Bestimmt scheiße. Also ich schätze mal Platz 2, ja, sag ich ja, Platz 2. Und wir sind hinter Borussia. Also das ist gar nicht so schlimm, ja. Besser als RB. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass RB vielleicht gewonnen hätte, weil dann wären wir jetzt Platz 1. Aber das ist nicht schlimm. RB kann ruhig auch absteigen gerne. Frankfurt. Ja, damit haben sie sich wieder ein Unentschieden. Die haben die meisten Unentschieden, ne? 5 Unentschieden. Ah, das tut weh. Das tut wirklich weh. Es ist, wow. Okay, das ist aber nicht so schlimm. Das ist alles... Das ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt DFB-Pokal gegen Jan Regensburg. Wir haben 4 Punkte noch zu vergeben. So, 11 Meter ist damit vollständig. Ein verfügbarer Skillpunkt, den heben wir mal noch auf. Okay, das sieht nach einem 4... Ein 4-2-2-2? Okay. Okay. Gut, let's go. Das schaffen wir schon irgendwie. Irgendwie ist gut. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel. Ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Naja, zweit oder dritt. Ich weiß jetzt nicht, wann, wo Jan Regensburg ist. Ich denke mal Zweitligist. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren und wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Jan Regensburg gegen Union Berlin. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf, aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Die Gäste müssten das hier eigentlich machen, müssten das weiterkommen unter Dach und Fach bringen. Ist noch nicht entschieden, okay, aber die Favoritenrolle haben sie. Stell dir mal vor, wir holen Ende. Einfach nur mal vorstellen, wir holen Ende der Saison 3 Pokale: den DFB-Pokal, die Meisterschaft und Conference League Pokal. Bei dieser Sportart mit am meisten begeistert sind die Emotionen. Ob das ein WM-Endspiel ist oder eine Partie in der Kreisklasse. Wer das einmal miterlebt hat, der will das eigentlich immer wieder erleben. Ganz genau so ist es, Wolf. Man will das jeden Samstag haben. Es ist dieses besondere Fußballfeeling. Er holt sich vorne den Ball. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. So wünschen wir uns das. Frühes Tor. Alter, was zum Teufel? Da war der Druck am Ende einfach zu groß. Sie haben permanent gedrängt. Und am was? Ende permanent? Wir spielen gerade mal anderthalb Minuten.
Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Der ist drin, es steht unentschieden. Tja, so schnell kann es gehen. Kurze Distanz, da steht der Gold richtig und das ist dann kein Problem. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ne, natürlich, wir sind ja auch in der Bundesliga, ich bitte dich. Gute Aktion. Ja, den hält er. Richtig gefährlich war das nicht. So, kurz rüber ins Studio, denn es gibt Neuigkeiten zum Spiel im Deutsche Bank Park. Ein Treffer ist gefallen. Wir haben hier das erste Tor. Und da ist es, das Tor. Und der Schuss geht flach rein, da war nichts zu halten. Alter, was zum Teufel? Das ist doch mal eine Antwort. Sie treffen mit dem nächsten Angriff selbst. Was für eine Moral. Respekt. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Willst du mich verarschen, ey? Torhüter ist da, kein Problem bei diesem Freistoß. Moritz. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Das könnte was werden. Da ist der Ball dann doch weg. Da müssen sie mehr draus machen. Gute Chance. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Alter. Junge, die geben ja richtig Gas hier. Da verlieren sie den Ball. Mein Rücken! Klasse Pass. Links! Chance auf den Ausgleich! Boah, ey! Wie hat er den denn gehalten? Nee. Alle, warum hat er nicht das früher geschossen? Das Tor. Chance zur Flanke jetzt! Genki Haraguchi. Genki Haraguchi. Guter Einsatz, das war wichtig. Moritz. Salah. Sieht vielversprechend aus. Jetzt suchen sie die Lücke. Er schießt. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Dominik Heinz. Genki Haraguchi. Sieht gefährlich aus. Entschlossen geklärt. Er geht dazwischen. Ganz klar, das war Handspiel. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Vielleicht können Sie diese Ecke jetzt nutzen. Die Fans sind da. Der Druck ist im Moment enorm.
Da kommt die Ecke. Und die Situation geklärt. Er holt sich vorne den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt ist er durch. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Ich will mir ganz kurz was beim Stich alleine gegen zwei. Was willst du da machen? Das ist nahezu aussichtslos und sie machen es clever, machen es eiskalt, lassen sich auch nicht mehr verunsichern und der Ball ist drin. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient, ein richtig. Ich muss mal kurz was trinken. Eieieiei. Das sind wirklich spannende Spiele gerade. Das ist wirklich wow. Richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Moritz. Er hat den Ball. Gute Aktion. Otto Regensburg hat eine Verletzung. Guter Versuch, aber der Pass kommt nicht an. Haraguchi, die Chance auf den Konter. Jetzt ist es gefährlich. Ja, sie versuchen es weiter. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Das ist spannend, das Spiel. Das ist schon wieder... Super. Boah, Alter. Jetzt kommt der Schuss. Alter. Der Ball ist drin. Das glaub ich nicht, ne? Das glaub ich nicht. Alter. Ball geht in die Torwart-Ecke. Wir sehen es hier und da werden sich viele fragen, lässt sich dieses Tor nicht verhindern? Aber der Ball ist natürlich auch sehr präzise. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Wir haben diese Zurückkommen-Mentalität. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Genki Haraguchi. Da kann er sich den Ball holen. Das könnte was werden jetzt. Gute Aktion. Kann er was draus machen? Ball wird abgeschirmt. Da erobert er den Ball. Nein, was? Oh, Alter. Was macht er draus? Er zieht ab. Ball wird abgeblockt. Sag mal, was war das denn für ein schwacher Schuss? Und dann kriege ich die schwache Passansage. Der hat doch nicht richtig losgeschossen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ball immer aus und das gibt Ecke. Sie führen die Ecke kurz aus. Spielt den Ball direkt zurück. Oh, da geht er vorbei. Da sind sie da, guter Block. Gibt abseits, da läuft er einen Moment zu früh los.
Er geht dazwischen. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Sie können es machen. Boah. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Sowas darf man nicht liegen lassen. Das ist wirklich das spannendste Duell. Also bisher im DFB-Pokal. Jetzt sind sie am Ball. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Na, erstmal ist da eine Ecke. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Kurze Ecke. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Ecke kommt's. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Ecke in die Mitte. Da wäre Platz für den Konter. Ja, das ist leicht. Ey, wie kann man so bescheuert sein? Also, nee. Da ist der Ball jetzt weg. Okay. Dominik Heinz. Grischa Prömel. Sie kommen, sie versuchen es. Noch liegen sie hier natürlich knapp hinten. Ah! Gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Ich bleib hier beim Spielstand. Klasse Pass! Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Tja, kann er den mit dem Schlenzer machen? Ja, war mir fast so aus, war ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Schäfer. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Machen Sie jetzt gut. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Abwehr muss aufpassen. Ja, aus so einer Konter müssen Sie einfach mehr machen. Da verlieren Sie den Ballbesitz. Ja, da gibt's gute Anspielstationen. Oh, ich muss so dringend pissen gleich. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. 5 Treffer in einer Halbzeit. So oft kommt das auch nicht vor. Und dann ist es auch noch spannend. Es steht 3-2. So, ich gehe ganz gleich ganz kurz pissen. Alter. Frankfurt, okay. Leipzig macht das Ding und da wird's eng, aber ich schätze mal HSV oder in der Verlängerung, aber dann würde ich auf Ingolstadt sitzen. So, ich gehe ganz kurz auf Toilette. Wir sehen uns gleich wieder. Ich überlege, ob ich gerade wieder Durchfall habe. Egal. Wir sehen uns gleich wieder.
Entschuldigung! Oh Gott, hier ist ja der ganze Ton aus. Entschuldigung. Entschuldigung, ihr habt nichts verpasst. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Sie werden hier wechseln. Ein neues Gesicht? Eine enge Kiste und das, obwohl wir schon 7 Treffer gesehen haben. Wer weiß, was noch alles passiert. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er könnte flanken. Sie können den Ball abfangen. Flanke kommt nicht durch. Yannick Gerhardt. Das könnte die Gelegenheit geben. Links! Die Chance! Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Sie müssen wechseln. Der Spieler ist verletzt und kann nicht weiterspielen. Schade für ihn. Mal sehen, ob ihn der neue Mann adäquat ersetzen kann. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Er kann es machen. Ja, macht das da ganz sicher. Hätte nachsetzen können. Aber nicht so schlimm, er kam eh nicht ran, also von daher alles gut. Becker, ich hab gar nicht rum. Es wird jetzt hier gewechselt. Krischer Prömel. Etwas zu unpräzise in dieser Situation. Ja, stramm war er, absolut, aber vielleicht wäre es doch der Schlenzer gewesen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Vom Flügel zieht er jetzt nach innen. Vorne jetzt die Balleroberung. Ja, ganz energisch geht er dazwischen. Der Ball geht an die Hand abgepfiffen. Ganz klar, das musste der Schiri geben. Da ist der Ball weg. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Oh, da könnte ein richtig guter Konter werden. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ja, guter Pass. Achtung jetzt. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. So, kurz rüber ins Studio, denn es gibt Neuigkeiten zum Spiel im Deutsche Bank Park. Ein Treffer ist gefallen. Wir haben hier den 2. Treffer für Eintracht Frankfurt. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. 66 Minuten sind gespielt. Interessante Info, Dankeschön dafür. Schön diesen Pass abgefangen. Abgepfiffen hier wegen Handspiel. Und das vollkommen zu Recht, das war eindeutig. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Den Ball fängt er. Das war nicht der beste Freistoß.
ganz energisch. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Klasse Einsatz. Hätte sonst gefährlich werden können. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ball ist weg. Klasse Technik. Machen Sie jetzt gut. Jetzt kann das Tor fallen. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Dreimal im Rückstand. Und jetzt sind wir am Gewinn. 1:0, 1:1. 2:1, 2:2. 3:2 bis zur Pause. Und jetzt. Herrliches Tor. Ein unfassbar offensiv geführtes Spiel bis hierhin. Beide Teams treffen fast nach Belieben. Nur die Torhüter können einem ein bisschen leid tun. Werbung Ende. Ist hier. Oha! Jetzt kann er es machen. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Dreierpack! Vor allen Dingen, wir sind vom Mittelfeld bis dahin gestürmt. Der Dreierpack, da kommt das Tor nochmal. Auch da ist wieder schön zu sehen, die Abwehr hat keine Chance, ist machtlos. Also das ist heute ein absoluter Glanztag. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. 5 Tore in 2 Partien und Dreierpack alleine heute. Schnell ins Studio, da gibt's was Neues zur Partie im Deutsche Bank Park. Bitte sag mir 3:1. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bochum. Oh, der neue Spielstand 2:2. Heißt damit 2:2. Gespielt sind 77 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Benedikt Gimber. Ganz stark. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Wenn die jetzt nochmal 4:6 verkürzen. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Jetzt wechseln sie hier aus. Sebastian Nachreiner. Gut den Ball verteidigt. Chance jetzt zur Flanke. Super dazwischen gegangen. Toller Pass. Was macht er draus? Ich kann ja nirgendwo abspielen. Früh wird er jetzt gestört. Ich wollte schon wieder vorrennen. Ich habe den schon wieder die Lücke gesehen. Benedikt Gimber. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Boah. Wenn das Tor früher kommt, dann wird es hier vielleicht nochmal richtig spannend. Aber so eher nicht. Nee, Wolf. Das Ding ist durch. Keine Zweifel. Das würde ich nicht so laut sagen. Bei denen wie es man nie. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Damit wir es nicht vergessen. 6:4 steht es. Ja, Sie haben richtig gehört. 6
zu 4. Schön dazwischen gegangen. Ey, 6 zu 4. Das ist ein krasses Spiel. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Wir können vielleicht nur noch einen einzigen Angriff aufziehen. Da wollen Sie unbedingt den Ballbesitz bleiben. Oha! Das Tor. Oh, super, Alter, den hab ich drin gesehen. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Den hab ich drin gesehen. Jetzt kommt die Ecke. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Ich hab den wirklich schon drin gesehen. Gefährlicher Steilpass. Ball kommt gut. Da hätte mehr draus werden können. Sah gut aus. Okay, einen Angriff schaffen wir vielleicht noch. Aber ich glaube, es bleibt beim 4 zu 6. Drei Minuten. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Jetzt die Flanke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Ist das der Anschlusstreffer? Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Viel Platz jetzt auf außen. Ja, aber was machst du denn da? Eine gute Aktion. Sebastian Nachreiner. Schuss aus, das war's. Damit sind sie nun also weiter. Sie stehen mit diesem Ergebnis in der nächsten Runde. Für uns als Zuschauer war es ein interessantes Spiel, war eng. Die Kleinigkeiten geben den Ausschlag, aber sie sind weiter. 1 zu 0, 1 zu 1, 2 zu 1, 2 zu 2, 3 zu 2, Halbzeit. 3 zu 3, 3 zu 4, 3 zu 5, 3 zu 6, 4 zu 6. 10 Tore sind gefallen. Heilige Scheiße. Das war wirklich ein krankes Spiel. Oh, wir haben sogar eine 10er-Bewertung. 2 Vorlagen, 3 Tore. Alter. Oh boy, ey. Hier sieht man's. Kranker Scheiß. Und die hat mehr Ballbesitz. Das muss man denen lassen. Sie hat auch mehr erfolgreiche Pässe. Okay, 90. Minute, 2 zu 2 Bochum, 4 zu 3, wahrscheinlich nach Verlängerung. Auch interessant, HSV gegen Ingolstadt, 6 zu 2. Ja, bei uns sind mehr Tore gefallen. Mönchengladbach gewinnt 4 zu 3 im Elfmeterschießen, Halle gegen Heidenheim. Schade, Halle hat ja Dings rausgeschmissen. Leverkusen gewinnt gegen SV Werder Bremen. Hertha BSC verliert 1 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Haben wir sehr gut gemacht. Haben wir wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Ja. Halle gegen 4 zu 3 im Elfmeterschießen. Unnormal. Viertelfinale, Frankfurt gegen Union Berlin. Fuck my life. Wir haben jetzt drei Zweitligisten hier tatsächlich noch drin. St. Pauli, HSV und Heidenheim. Der Rest ist alles erste Liga.
Ich glaube, das Topspiel wird HSV gegen Heidenheim sein. Oder Gladbach gegen Leverkusen. Das könnte auch interessant werden. Ich glaube, zwischen mir und Frankfurt. Also Borussia und St. Pauli, da wissen wir doch, dass St. Pauli gewinnt. Ganz klar. Was? Wer wird Spieler des Jahres 2021? Die Kandidaten, Trainer, Kapitäne, Medienvertreter und Fans dürfen in der kommenden Woche abstimmen. Wer die Auszeichnung am meisten verdient hat, Experten zufolge, dürften Benzema, Lewandowski, Messi und Ronaldo auf ausreichenden Kandidaten sein. Verliehen wird der Preis im Dezember. Alter Vater, ey. Die Kandidaten für Spieler des Monats November. Ja. Kranker Scheiß. Das war wirklich ein krasses Spiel. Und jetzt heißt es in der Tabelle, Zweitplatzierter gegen Drittplatzierter. Union Berlin mit den meisten Toren. Wir haben 12 Gegentore. Das ist in Ordnung. Wir haben die wenigsten Niederlagen, Tatsache. Wir haben nur eine einzige Niederlage. Gegen RB Leipzig mit 24 Toren, 27 Punkten. Ja. Leverkusen hat die beste Defensive bisher. Die haben nur 11 Gegentore. Alter, fuck my life. Das machen wir bei der nächsten Folge. Bis dahin will ich mich verabschieden. Entwicklung. Wird auch, die Physis wird auch immer besser, ne? Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.